darf ich dich küssen? Was würde ich sagen, wenn ein wildfremder Mensch das zu dir sagt in der Stadt? Mir ist es gestern so gegangen. Ich habe gestern in der Stadt zu tun gehabt und momentan haben ja die allermeisten Geschäfte haben zu. Und ich gehe so durch das Einkaufszentrum, einfach den Weg abzukürzen von A nach B. Und auch da haben die meisten Geschäfte geschlossen, aber einige wenige haben offen. Und nachher gehe ich so durch und ganz ahnungslos, ganz entspannt. Und nachher sehe ich schon von weitem, eine Frau wartet vor einem Geschäft, dass sie rein darf. Und sie hat schön die Mundmaske oben gehabt. Und ich habe gemerkt, sie hat mich schon länger angeschaut. Und ich komme so daher und ich habe meine Mundmaske nicht schön oben gehabt. Und nachher bin ich in ihrer Nähe und dann fängt die Frau an toben und schreit: Warum kannst du die Mundmaske nicht richtig aufsetzen? Das kann doch nicht sein. Und ich habe sie so ein bisschen beobachtet und habe sie toben lassen. Und nachher kommt von mir so eine reflexartige Frage. Und ich habe sie gefragt: Darf ich sie küssen, meine Liebe? Ja, kannst du dir vorstellen. Diese Frau hat getobt. Die ist fast ausgerastet. Jetzt in der Krise werden wir alle so richtig mit uns selber konfrontiert. Wir werden also richtig alle zu uns zurückgeworfen. Wir werden also richtig, das Leben haltet uns einmal jetzt so richtig den Spiegel vor. Wie sind wir? Wie finden wir jetzt unsere Freuden? Wo ist jetzt unser Fokus? Und bei vielen Menschen und auch bei dieser Frau ist der Fokus einfach außerhalb und schaut und kontrolliert andere Menschen, ob sie wohl alles richtig machen. Und wenn nicht, nachher spiele ich einmal schnell Polizei. Das darf diese Frau natürlich. Jeder darf alles. Aber ich glaube nicht, dass es dieser Frau richtig gut geht. Also finden wir auch jetzt unsere Freuden, unseren Spaß, unsere Gaudi. Und genau das, was uns glücklich macht und happy macht. Auch jetzt in der Krise, denn jetzt werden wir mit uns selber konfrontiert. Wenn du auch weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pfiati, Servus, mach's gut.